Hallo zusammen. Ich bin Mike Schirpenbach. Ich bin der leitende Pfarrer unserer katholischen Gemeinden in Rommerskirchen und Grevenbruch. Ja, und freue mich, dass ihr euch entschieden habt, an der Firmenvorbereitung teilzunehmen. Ich freue mich für euch, weil ich glaube, dass das eine Sache ist, die jedem echt etwas bringen kann. Firmung, das heißt ja bei uns der Abschluss der Taufe. Ihr seid damals getauft worden, aber die Sache haben eure Eltern für euch entschieden und jetzt machen wir das sozusagen fertig. Wobei das nicht darum geht, dass dann alles klar ist und jeder jetzt 100% sicher sein muss, ob er als Christin oder Christ leben will oder was das bedeutet. Ich glaube, das ist man sein Leben lang nicht. Das ist immer eine Sache, die irgendwo auch mit Unsicherheit zu tun hat. Und ich sehe es selber so, die Situation, in der sich auch unsere Kirche befindet, ist alles andere als einfach. Da gibt es viele Dinge, die ja sind überhaupt nicht gut, mit denen kann ich mich auch nicht identifizieren. Aber darauf kommt es nicht an, sondern hier geht es um eine Sache ganz persönlich zwischen euch und, ja, wie soll man es nennen, dem Geheimnis des Lebens, das, was wir Gott nennen. Ne? Da kann ich auch nicht so einfach drüber reden wie über einen Gegenstand. Aber es geht darum, du hast in dir ein Fundament, das ist bei der Taufe gelegt. Gott identifiziert sich mit dir, das glaube ich. Und bei der Taufe ist auch grundgelegt, dass egal was in deinem Leben passiert, dass das eine gute Richtung haben wird. Ne? Man weiß ja nicht, für was man sich entscheidet, dass alles so kommt, aber das geht in eine gute Richtung. Und bei der Firmung sagst du, ja, in die Richtung will ich weitergehen, auch wenn ich noch nicht genau weiß, was das bedeutet. Wie gesagt, Sicherheit gibt es nicht und die braucht es auch nicht. Ich glaube, man kann Entscheidungen auch treffen ohne Sicherheit. Es reicht, wenn man im Herz irgendwie so spürt, wohin eine Richtung geht. Das gilt für alle Entscheidungen im Leben. Kannst du dein Leben lang dran weiterbauen? Ich denke, die Firmenvorbereitung heißt jetzt auch noch mal neu etwas von Gott zu entdecken. Wobei, wenn ich sage von Gott, heißt das immer auch, du entdeckst was über dich, weil das hat ja zu tun. Ne? Gott ist nicht irgendwo weit weg, sondern der ist ganz tief in dir drin. Das ist, glaube ich, der entscheidende Ort, wo man ihn sieht. Du entdeckst etwas über dich. Das hilft dir auch, andere Menschen zu entdecken, auf andere zuzugehen, beziehungsfähig zu werden. Und dieser Entdeckungsweg ist nie fertig. Ne? Ich glaube, das geht das Leben lang. Auch die alten Menschen können da eigentlich immer noch ganz viel entdecken, wenn sie sich darauf einlassen. Es geht darum, dass ich versuche, mich der Realität zu stellen. Es geht wirklich um Realismus. Und wir wissen, ne, Wirklichkeit ist vielschichtig. Es gibt das, was wir sehen können, was wir beweisen können, aber es gibt auch Dinge ganz tief in uns, die spüren wir. Alles, was mit Beziehung zu tun hat. Das ist eher eine Herausforderung als eine Sache, die ich im Kopf irgendwie klar habe. Und es geht jetzt darum, dass du deinen inneren Handlungsspielraum entdeckst, weil ich glaube, da haben wir mehr von, als wir meinen, dass wir wirklich auch Entscheidungen im Leben treffen können. Gucken, was sind die Herausforderungen, die jetzt anstehen. Wir wissen alle, es ist eine spannende Zeit, eine herausfordernde Zeit, in vielem sicherlich auch eine schwierige Zeit, ob jetzt Corona, Klimawandel, all diese Dinge. Aber ich glaube, wir haben in uns die Dinge, die wir brauchen, um da gemeinsam Lösungen wagen zu können. Das funktioniert. Für mich selber ist das eine Sache, die immer spannend bleibt. Ich würde sagen, Gott ist für mich der, durch den ich zur Ruhe komme. Bei allem Chaos, allen Herausforderungen, alles, was es so gibt, komme ich innerlich zur Ruhe. Das ist was, was ich auch versuche, jeden Tag einzuüben. Der gibt mir Selbstbewusstsein, was ich auch nicht immer habe. Der lässt mich meine wirklichen Stärken entdecken, aber auch mich meine Schwächen akzeptieren, weil beides gehört dazu und beides sind die entscheidenden Fundamente. Ja, jetzt ist im Moment Advent. Advent heißt wörtlich Ankunft. Ja, also Gott ist nicht einfach da, kann keiner sehen, kann keiner so richtig spüren, sondern das ist was, was ständig kommt, was in dir im Kommen ist, was dir in anderen Menschen begegnet, in der Wirklichkeit überhaupt. In dem Sinne ist also unser Warten im Advent nicht ein Rückblick, was war mal vor 2000 Jahren, als Jesus geboren wurde, sondern was heißt das heute, ja? Was kommt da in deinem Leben an? Das ist ein Ausblick letztlich in eine Zukunft. Da ist etwas in dir, in mir, in jedem von uns im Werden.
Deshalb also kein Warten auf irgendwas Großartiges, sondern ein Gespür auf etwas, was in dir und dem anderen Menschen täglich abgeht. Auf dem Bild, das ihr vorhin gesehen habt, da heißt es, warum so vorsichtig auf dieser Bushaltestelle? Das steht da auf Tschechisch. Genau, das Leben ist ein Abenteuer. Na, warum so vorsichtig? Lass dich ein auf etwas, was in dir steckt, was im anderen Menschen steckt. Warte nicht auf Wunder. Gott greift nicht ein und löst die Probleme für dich oder sowas. Weiß ich nicht, ob er das tut, aber er gibt dir eine Kraft, ein Selbstbewusstsein. Und ich würde mich echt freuen, wenn jeder von euch das auf seine oder ihre Weise jetzt in der nächsten Zeit entdeckt. Vielleicht gerade in einer Situation, die äußerlich schwierig ist, aber ich denke schon, das kann wirklich auch innere Kräfte freisetzen. In dem Sinne, alles Gute für euren gemeinsamen Weg.